Kampfsportfreunde, herzlich willkommen Ground and Pound TV für euch in Hamburg bei GMC Nummer 22 und neben mir steht jetzt Ben Abui. Er hat heute einen Kampf gegen Kamran Amirzadeh hier bei GMC bestritten und ich gebe es mal weiter, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen. Ben, wie ist es gelaufen, Ben? Ja, also ich muss mich mit einer Niederlage zufrieden geben nach dem Kampf gegen Kamran. Also vieles hat im Kopf abgespielt bei mir. Aber im Großen und Ganzen suche ich keinen Fehler bei anderen Leuten oder so. Also liegt an mir selbst. Ich weiß, dass ich jetzt sehr, sehr viel an mir arbeiten muss. Und ich nehme die Niederlage wie ein Mann und versuche das Beste draus zu machen mit meinem Coach und alle, die hinter mir standen. Und ja. Der Kampf ging über die gesamte Zeit, drei Runden, fast nur im Stand-up. Am Ende haben die Punktrichter dann Kamran etwas weiter vorne gesehen. Ich glaube, Split-Decision war es am Ende, auch noch geteilt. Geht das soweit in Ordnung aus deiner Perspektive oder würdest du sagen, da war eher deine Vorteile? Also ich würde sagen, für mich, für meine Hinsicht, auch wenn ich für die Punktrichter wenig getan habe, habe ich viel gemacht. Ich war aktiv. Er war natürlich auch aktiv, aber ich war aktiver. Aber im Großen und Ganzen, das bringt nichts. Wie gesagt, man kann nur das Beste draus machen. Und ich nehme das auch wirklich so hin, wie es ist. Er ist ein sehr erfahrener Kickboxer gewesen, hatte auch Titel und alles drum und dran. Und ich bin nur mit dem Mindset reingegangen, dass ich vorsichtig an die Sache rangehe. Und das hat mich leider dann überrumpelt und somit muss ich mich mit einer Niederlage dann zufrieden geben. Ganz einfach. Rückblickend, das klingt ja so ein bisschen raus, du warst zu vorsichtig. Sehe ich das richtig? Ja, also wie gesagt, er hat ja mehr Erfahrung, ne, als ich. Und ich bin nur mit dem Mindset reingegangen, okay, ich will, dass alles perfekt läuft. Kann man zwar nicht wissen, aber ich bin so mit dem Mindset reingegangen. Ja, okay, ich mache so einen Treffer und bin dann mit den Punkten also vorne. Auch wenn ich jetzt für die Punktrichter wenig getan habe. Aber ja, hat leider für der Ansicht nicht gereicht. Und schade. Wer das Weigh-In gesehen hat, der hat jetzt auch gedacht, so Mensch, da stecken massiv Emotionen drin. Und dann lief der Kampf relativ abgeklärt, abwartend, wie du es eben schon beschrieben hast. Ja. Wo kamen diese Emotionen dort beim Wiegen her? Wie ist es dazu gekommen? Ja, also wie ich das ja kenne, ist, wenn man wiegt und man steht vor sich, face off, ist eigentlich so, egal was passiert, man sollte nicht irgendwie durchdrehen und den Gegner irgendwie berühren, ne? Das gehört sich nicht, so kenne ich das, weil das ist ja alles sportlich, ne? So, man könnte auch anders seine Aktion machen und mich nicht irgendwie berühren. Also das, was er gemacht hat für 37, also das war nicht vorbildlich, muss ich sagen. Und heute bin ich ja mit dem Gedanken reingegangen, okay, das, was er gemacht hat, ist okay, nehme ich auf die Schulter. Aber ich will ihn das heimzahlen, indem ich einfach sportlich das über die Runden trage oder ihn dann, wenn ich die Chance hätte, ausnocken. So, und das hat gar nichts gereicht von beiden. Und somit stehe ich hier mit einer Niederlage. Und ja, du klingst aber schon relativ gefasst. Klar, man spürt so ein bisschen, dass du da noch sehr enttäuscht bist, ne? Keine Frage. Aber du klingst, wie gesagt, schon sehr nach vorne blickend auch. Deswegen lass uns doch gemeinsam auch nach vorne schauen. Wo können wir dich das nächste Mal wieder sehen? Ich weiß jetzt noch nicht. Erstmal muss ich, ich habe meinen Boxcoach hier. Leider habe ich meinen Boxcoach nicht zeigen können, was wir alles so gelernt haben. Aber ich schaue nach vorne. Was die Zukunft bringt und ich war auch im Boxtraining tätig und mal gucken. Mein Boxcoach sagt auch, dass ich Talent habe, auch wenn ich das heute nicht gezeigt habe. Vielleicht mache ich dann noch mal ein paar Amateur-Boxkämpfe und gucke, was ich dann für einen Weg einschlage.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ja. Wir wünschen dir dabei viel Erfolg. Ich möchte dir zum Schluss noch die Gelegenheit geben, ein paar Worte loszuwerden. Bitte schön, die Kamera gehört dir. Ja, also ich will mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die hinter mir standen. Also mein Coach, kannst ja kurz reinkommen, wenn du willst. Okay. Und Juri. Und ja, gleich machen wir gleich. Und ja, also Glückwunsch an meinen Gegner. Also für mich unverdient, aber ich blicke nach vorne und mache das Beste draus. Ich nehme es hin wie ein Mann. Sehr schönes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, viel Erfolg dabei und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen und tschüss aus Hamburg.